Ja, das Leben ist manchmal schnell, zuweilen sehr schnell oder auch vollgepackt mit Terminen oder mit Sorgen. Und nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privaten und in unserer Freizeit wird Effizienz großgeschrieben. Was wir Unnötiges delegieren oder moderner outsourcen können, das wird gemacht. Wir sparen somit Zeit und Aufwand und schlussendlich Geld. Das mag in einigen Fällen sogar stimmen, aber oft verschenken wir uns so die Möglichkeit, zu wachsen und zu lernen. Klar, Aufwand und Ertrag müssen stimmen. Leider ist bei vielen Dingen der Ertrag für einen geleisteten Aufwand nicht sofort ersichtlich. Auch nicht mittelfristig, sondern erst längerfristig. Aber es ist schwierig, sich das vorzustellen. Vor allem, wenn es Dinge betrifft, in denen wir vielleicht noch nicht so gut sind und wir darum noch nicht an die Sache oder an uns selber glauben. Das ist dann der Fall, wenn wir etwas Neues lernen oder etwas Bekanntes, das aber schwierig zu meistern ist. So auch beim Zeichnen von Menschen, Landschaften und Dingen. Wenn wir hier die klassischen Proportionen der Dinge üben und einfangen wollen. Der Mensch ist bekanntlich ein Bequemlichkeitstier. Und wenn es eine scheinbare Abkürzung zu einem Ziel gibt, wird diese gewählt, weil ja, ist ja bequemer. Und wenn wir Proportionen zeichnerisch einfangen wollen, verwenden viele Zeichenhilfsmittel wie die klassischen Proportionsgitter oder findige Nachzeichnungsprojektoren oder sogenannte Graphoflexe. Auch ein Leuchtpult oder ein Abpausen an der Fensterscheibe sind vielen bekannt. Und in der digitalen Welt sind diese Möglichkeiten um ein Vielfaches größer. Jetzt ist es so, dass alle scheinbaren Abkürzungen ihren Preis haben, wenn man sich zu sehr auf sie verlässt. Es kann dazu führen, dass wir wichtige Fähigkeiten verpassen, die für das Zeichnen so unverzichtbar sind. Es ist darum elementar wichtig, dass wir dem Prozess vertrauen, die Proportionen mit dem Auge, mit unserem Blick herauszuarbeiten. Dies mag vielleicht scheinbar eine ganz banale Feststellung sein, aber sie ist für das eigene zeichnerische Können tiefgreifend. Lass mich dazu ein paar Gründe nennen. Wenn du die Proportionen zeichnest und übst, indem du dein Augenmaß verwendest, ohne dich auf Gitter oder das Abpausen und so weiter zu verlassen, trainierst du deinen Geist, wichtige Beziehungen zu deinem Motiv zu identifizieren und zu verinnerlichen. Und letztendlich hilft dies einfach, deine Beobachtungsfähigkeiten zu schärfen. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Lernens in der Welt der Kunst. Wenn du dir deine Motive ansiehst, lernst du sehen, wie die Position, Größe, Richtung, Form und so weiter in den Beziehungen zueinander sind und stehen. Dinge werden dir bewusst, die du früher zwar erblickt, aber nie richtig wahrgenommen hast. Im Falle eines Porträtzeichnens entwickelst du ein fast natürliches Gefühl dafür, wie zum Beispiel die Augen zueinander in Beziehung stehen und die anderen Merkmale und den Kopf als Ganzes. Du nimmst kleine Dinge auf, wie wenn die Augen weiter auseinander liegen oder näher beieinander sind oder voller oder schmäler sind, prominenter oder zurückweichender als üblich. Du weißt, die Ohren sind an ihnen ausgerichtet, die Nase hat eine ähnliche Größe und so weiter. Du entwickelst einfach eine Art erhöhtes Bewusstsein für Beziehungen. Ein weiterer wirklich cooler Vorteil des Übens der Proportionen mit Augenmaß ist, dass du feststellen wirst, dass du schließlich die verschiedenen Proportionen im Prozess auswendig lernst. Du entwickelst ein Gefühl für die allgemeinen Proportionen des Motivs, was dir ermöglicht, eine Art mentales, visuelles Modell zu entwickeln. Eine Art Proportionsspeicher auf Abruf. Und dieses Modell, dieser Speicher wird zu einem Bezugspunkt für dich, um aus deiner Vorstellungskraft etwas zu erschaffen und sogar Abweichungen in deiner Kunst zu erkennen und zu nutzen. Es wird dir also auch leichter fallen zu erkennen, falls etwas nicht stimmt oder noch nicht stimmt. Du wirst so befähigt, deinem Motiv ein zusätzliches, einzigartiges Aussehen zu verleihen, ihm eine persönliche Note zu geben. Wenn du dich also zu sehr auf das Nachzeichnen oder die Gitterhilfen und so weiter verlässt, machst du dich selber sogar ein wenig abhängig von ihnen. Dein Geist wird passiver und dann ist es so, als würdest du Punkte verbinden, weil alles schon für dich angelegt und nummeriert ist. Wenn du aber die Proportionen mit dem Auge herausarbeitest, ist es, als würdest du die Punkte oder die Nummern selber setzen. Und ein weiterer kritischer Aspekt der übermäßigen Verwendung oder Abhängigkeit von diesen Werkzeugen ist, dass es in die Denkweise hineinspielt, dass alles perfekt und genau sein muss.
was in einer gewissen Weise Versagensängste fördern oder verstärken kann. Professionelle KünstlerInnen werden dir sagen, dass das Durchlaufen des Prozesses, die Proportionen mit dem Auge herauszuarbeiten, manchmal dazu führt, dass die Dinge ein wenig daneben liegen. Und das ist absolut in Ordnung so. Es ist einfach ein natürlicher Teil der bitteren Lektionen dieses Lernens. Der Preis des Prozesses besteht darin, dass du ein tieferes Verständnis dafür entwickelst, wie du systematisch eine Zeichnung oder ein Gemälde konstruierst. Vom Nachdenken über das gesamte Motiv, das Feststellen von Formen und der Komposition bis hin zu subtilen Aspekten wie positiven und negativen Formen, äußeren und inneren Konturen, Ausrichtungen und dem Finden von Rhythmen. Du wirst erkennen, das sind einige der nuancierten Aspekte des Zeichnens, des Zeichenprozesses, für die du ein erhöhtes Bewusstsein entwickelst. Aber verstehe mich nicht falsch, die Verwendung von Abkürzungen, um die Proportionen richtig zu bekommen, ist manchmal wirklich nützlich. Sie können dir helfen, Zeit und Mühe zu sparen, insbesondere wenn du zum Beispiel Aufträge, Fristen, Projekte und so weiter hast, aber du hast möglicherweise sowieso schon die Fähigkeiten für das natürliche Augenmaß. Dieses Video gilt insbesondere für AnfängerInnen und SchülerInnen, die dazu neigen, sich zu sehr darauf zu verlassen und nicht realisieren, dass es eminent wichtig ist, diesen Prozess durchzugehen und durchzustehen. Der Punkt ist also, dass du nicht zulassen solltest, dass Abkürzungen das Lernen des Prozesses, die Proportionen mit dem Auge herauszuarbeiten, ersetzen, weil sie wichtig sind, um bestimmte Verständnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die auf andere Weise schwer zu erlernen sind. Ich weiß, das Herausarbeiten von Proportionen kann zeitaufwendig sein und nicht der angenehmste Aspekt des Zeichnens. Und es ist sehr verlockend, einfach den einfacheren Weg zu gehen und ein Gitter oder eine Nachzeichnung oder etwas anderes zu verwenden. Aber versuch dein Bestes, um es zu einem regelmäßigen Bestandteil deiner Entwicklung zu machen. Du wirst auf jeden Fall einen Unterschied in deinem Fortschritt merken, Motive, die du zeichnest, zu sehen und zu analysieren. Du kannst wirklich diesem Prozess vertrauen. Auch und weil es in den Anfängen und manchmal auch, wenn du hier schon gereift bist, anstrengend ist. Dann weißt du, dass es dich weiterbringt. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn dich dieses Video inspiriert hat, wird dir dieses Video ebenso weiterhelfen, dein bewusstes Sehen noch mehr zu verbessern. Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude beim Kreieren. Mach's gut, auf bald! Ah, und diesen einen Tipp habe ich verpasst, ins Video mit zu integrieren. Es ist keine Abkürzung im klassischen Sinn, aber es hilft einem enorm, zumindest die menschliche Anatomie oder Teile des menschlichen Körpers und dessen Aufbau vertieft kennenzulernen. Das figürliche Modellieren. Es hilft enorm, zumindest die groben Proportionen zu erfassen und durch die haptische Dreidimensionalität das Volumen hinter den Formen kennenzulernen. Die Modellierung von Hand geht direkt in den Kopf über und bleibt viel besser im Gedächtnis haften als viele klassische Zeichnungsstudien. Wenn du also die Möglichkeit dazu hast, dann empfehle ich es dir unbedingt.